Archäologie Schweiz im Landesmuseum Zürich. Der Neubau bietet den Rahmen für drei thematische Zugänge zur Vergangenheit: Terra, Homo und Natura. Dynamische Schatten wandern über Boden und Wände hinweg. Der Besucher flaniert unterhalb der Schweizer Landschaft, jene schwebend aus über 3000 Teilen zusammengesetzt. Auf poetische Weise erlebt er den Lauf der Zeit und entdeckt geografisch wie geologisch unterschiedliche Fundorte. Herzstück der Ausstellung ist der Bereich Homo. 100.000 Jahre Menschheitsgeschichte im Überblick. Über 1.000 Exponate sind zu 6 narrativen Epochenbildern geordnet. Sie verdeutlichen die sich wandelnde Kultur. Der Besucher erkundet die Objekte von der Altsteinzeit bis ins frühe Mittelalter mit beweglichen Scannern. Er entdeckt Details und Zusammenhänge. Herausgerückt aus der chronologischen Abfolge sind 7 absolute Hauptwerke der Museumssammlung, darunter ein Grabstein mit der ältesten Nennung Zürichs und Funde aus Pfahlbausiedlungen. Filmische Animationen erzählen von der ursprünglichen Nutzung und der Fundgeschichte der Objekte. Ein grafisches Band mit allgemein menschlichen Begriffen verbindet die Vitrinen. Der Besucher reiht sich hier ein, indem er in der letzten Vitrine Platz nehmen kann. Der Mensch wird geprägt von seiner Umwelt und hat diese beeinflusst und gestaltet. Archäologische Pflanzen, Tier- und Mineralfunde künden davon. Der Besucher erforscht die Objekte an 7 Themenstationen. Seine Interaktion löst filmische Einspielungen aus, die eine großformatige Projektion ergänzen und bereichern. Die animierte Zeichnung bringt die Schweizer Landschaft direkt ins Museum. Willkommen in der Archäologie Schweiz. Eine Ausstellung nicht nur für Schweizer.